Zurück in der Privatklinik Graz-Ragnitz werden die Wehen der 19-jährigen Vanessa, die ihr drittes Kind bekommt, stärker und stärker. Tatsächlich immer brav an ihrer Seite, der 19-jährige, bald vierfach Jungpapa Marcel. Bald ist gerade vorbei. Das ist gerade angenehm. Zur Erinnerung, Vanessa wünscht sich eine natürliche Geburt. Was ist denn da los? Kannst wieder chillen. Es ist abnormal, wenn du deine eigene Frau leiden siehst. Willst du sie einfach nur abnehmen? Du willst sie einfach nur diesen Schmerz nehmen und dir selber irgendwie so schauen, dass du das abnehmen kannst, dass du ihr helfen kannst, alles drum und dran. Aber mehr als ihr zureden, an ihrer Seite sein, kann man nicht machen. Du sagst, wenn du eine Pause brauchst, wir können jederzeit stehen bleiben. Jetzt ist sie gerade Pause, so. Wo wir zum Kreißsaal zurückgegangen sind, war der Muttermund schon offen. Also nicht komplett, 3 cm war offen. Und dann hat das Ganze begonnen. Also sie hat einfach ganz normal Wehen gehabt. Es hat alles ganz gut ausgeschaut. Und dann war eine Untersuchung, wo ich am Kopf die Finger getastet habe. Ja, wo kurz einmal so die Frage war, okay, was tut es jetzt da drinnen? Ja, weil eigentlich soll es eben so rauskommen. Das hat aber die Finger da vorne gehabt. Ja. Es dürfte also relativ viel Platz gewesen sein, ja, dass das Baby noch so machen hat können überhaupt. Ja. Und immer wenn viel Platz ist, ist natürlich auch viel Platz, dass was passieren kann. Muss jetzt die ganze Zeit so liegen? Bissig. Also ich hätte gern, dass das ein bisschen rausrutscht. Ja. Und die Hände, dass das Kopf aus dem Becken ein bisschen rausrutscht, ja, damit es die Hände wegnehmen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, und wenn wir so ein bisschen gegen die Schwerkraft arbeiten, ja, dann hoffe ich, dass das Kind das macht, weil so geht es nicht gut. Gell? Also ich habe sie deswegen umgedreht in den Vierfüßler, ja, also sogar Knie-Ellbogenlage, das heißt mit dem Kopf ein bisschen tiefer sogar. Einfach weil ich mir gedacht habe, dann rutscht das Kopf vielleicht ein bisschen raus, dann hat das Kind neu Platz, sich einzustellen. Der Herzschlag vom Kind war weg auf einmal. Weiteratmen, genau. Das Baby braucht jetzt die Luft, gell? Auch anhalten ist jetzt nicht mehr. Nachdem dann aber die Herztöne kurzzeitig abgefallen sind, habe ich den Dr. Breinl dazugerufen. Und der Dr. Breinl ist dann gekommen und hat noch einmal untersucht. Schauen wir mal nach, was da los ist. Au! 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 Ich habe natürlich sofort untersucht und das, was ich gedacht habe, aber die Nabelschnur. Das heißt, die ist da irgendwo zwischen Kopf und Scheide, hat sie dann durchgepresst. Und das ist natürlich eine hochgefährliche Situation, weil das Kind dann nicht mehr versorgt wird. Und vor dem hat man am meisten Angst bei einem sogenannten Nabelschnurvorfall. Eine Drittgebärende denkt man, ja, wird nicht schief gehen, kann nicht viel schief gehen. Wenn da sowas eintritt, ist es dann irgendwo fast doppelt bitter. Es ist immer eine schlimme Situation, wenn sowas passiert. In dem Moment geht man einfach vom Schlimmsten aus, aber man versucht, an das Beste zu glauben. Also, dass alles gut wird, ja. Zurück in der Privatklinik Graz-Ragnitz und zurück bei der dramatischen Geburt des vierten Kindes, des 19-jährigen Marcel. Das Problem? Das Baby schlägt die Hände quasi vorm Gesicht zusammen und klemmt damit die Nabelschnur. Au. Aua. Und somit die Versorgung ab. Da drückt man mal den Kopf hinauf, man versucht die Nabelschnur wieder zurück zu reponieren. Das geht meistens nicht, in dem Fall auch nicht. Was heißt das? Wenn das passiert, gibt es nur eine Möglichkeit, Kopf hochschieben, dass es möglichst die Nabelschnur nicht abdrückt. Und ab in den OP. Oh. Können wir gleich Sektion machen? Ganz schnell. Na gut, ja. Was wird jetzt gemacht? Kaiserschnitt machen. Wir haben dann einfach ganz schnell den Kaiserschnitt machen müssen. Da gibt es keine andere Möglichkeit.
Kaiserschnitt. Ist das gefährlich fürs Kind? Ja, das ist gefährlich. Was heißt das jetzt? Dass wir schnell das Kind rausholen müssen. Für Sie war es natürlich zuerst ein Schock, warum Kaiserschnitt. Nicht? Wir haben gar nicht viel Zeit gehabt, das mit ihr zu besprechen, weil da war keine Zeit mehr. Da geht es ums Kind. Das ist eine Extremsituation. Wir müssen nicht das Kind sofort rausholen. Das ist natürlich sofort einmal in gewisser Weise zerbrochen, weil das war für sie natürlich nicht. Das wollte sie auf keinen Fall. Nicht? Das war uns allen klar. Aber was sollst du machen? Da geht nichts anderes. Kaiserschnitt. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Das ist ein Notfall, dass wir den Kaiserschnitt machen. Wird das jetzt da gemacht? Nein, nein. Ich jetzt hinein, gell? Jetzt geht's um Leben oder Tod. Die Ereignisse haben sich einfach überschlagen. Das war alles voll arg. Und ja, dann hat's geheißen Not, Kaiserschnitt. In der Privatklinik Graz-Ragnitz geben Dr. Armin Breinl und sein Team alles, um das vierte Kind des 19-jährigen Marcel zu retten. Der kleine Joel steckt mit den Armen am Kopf im Geburtskanal, klemmt die Nabelschnur und somit seine Versorgung ab. In diesem Moment sind deine Menschen die Hände gebunden. Du kannst nichts machen, außer warten, auf- und ablaufen. Die Nervosität steigt im Körper auf, das ist normal. Da kannst du nichts machen, außer warten. In dem Moment, wenn man keine Ahnung hat, was wo ist, macht das einen Menschen psychisch krank. Das macht dich kaputt in der Birne. Keine Chance, dass sich irgendein Mensch runterbringen kann. Wenn so eine Notsituation auftritt, ob das ein Nabelschnurvorfall ist oder ob es aus dem Kind einen anderen Grund, weil es schlecht geht, oder wenn eine akute Blutung ist unter der Geburt, da muss jeder mit jedem einfach zusammenarbeiten. Da geht es um Minuten, wenn nicht sogar um Sekunden. Es mag vielleicht ein bisschen alles chaotisch ausschauen, aber da werden einfach Kommandos gegeben und jeder weiß eigentlich, was er zu tun hat. Das war nicht so. Das passiert ganz selten. Wenn es passiert, müssen wir schnell handeln. Gell? Das ist jetzt gefährlich, das Kind abdrückt. Wenn es die Nabelschnur abdrückt, dann ist das einfach nichts mehr. Gell? Wir müssen ihn jetzt einfach ganz schnell holen. Okay? Das machen wir schon zu, gell? Schaff. Da waren wir natürlich selbst auch alle sehr angespannt und das hat er natürlich gespürt, dass es da um viel geht. Und in dem Moment fürcht man sich natürlich. Und das hat ihn ja getroffen wie ein Blitz im ersten Moment. Ich war komplett kaputt. Mein Herz hat angefangen zum Stechen. Bin zusammengeklappt, keine Chance. Ich habe einfach nur gehofft, dass sie alle beide wirklich nur gesund rauskommen. Ja, meine größte Angst war, dass er halt dann nicht mehr da ist. Das war der schlimmste Gedanke. Jetzt zählt jede Sekunde. Ist die Versorgung des Babys zu lange unterbrochen, kann es nicht überleben. Ein Höllenritt für Marcel und vor allem für Vanessa. Natürlich möchte man in der Sekunde nicht in ihrer Haut stecken. Ja, sie hat natürlich Angst um sich, ums Kind, und das ist absolut verständlich. Das Baby lebt schon noch, oder? Ich hoffe, ja. Schnell in den OB, schnell Narkose einleiten, schnell zum Kind. Es war sofort die Kollegin da, es war die Anästhesistin schon vor Ort. Die OB-Mannschaft ist praktisch schon so gut wie Hauptacht gestanden. Also das ist wirklich so eine Situation, wo halt wirklich alle zusammenhalten müssen und mitarbeiten. Zum Glück ist Vanessa in besten Händen. Doch manchmal reicht leider auch das nicht aus. Privatklinik Graz-Ragnitz. Der 19-jährige Marcel soll seinen ersten Sohn und sein insgesamt viertes Kind bekommen. Die Lage ist ernst. Das Baby schwebt in Lebensgefahr. Die Nabelschnur ist abgeklemmt und die Versorgung des Babys gefährdet. Marcels 19-jährige Vanessa, für die es Kind Nummer 3 ist, muss so schnell wie möglich in den OP. Denn zur Rettung des Babys hilft jetzt nur noch ein Notkaiserschnitt. Darf ich nicht mit reinkommen? Nein, das bringt jetzt gar nichts, was ich nicht. Ich will zu meiner Freundin rein, Alter.
Jetzt zählt jede Sekunde. Wie immer geben Dr. Breindl und sein Team alles. Da fliegen die Fetzen unter Anführungszeichen. Da wird drüber gewaschen und abgedeckt. Und es geht alles so schnell, jeder greift irgendwo hin. Also da geht es einfach nicht, wenn da irgendwer drinnen steht, der damit nichts zu tun hat. Ich habe Marcella nicht mitnehmen, der wollte unbedingt mit. Es geht einfach nicht. Auch wenn da alle hektisch werden, panisch werden, musst du selbst schauen, dass du irgendwie eine Ruhe findest. Ist mir nicht gelungen. Ich habe das aber alles in mich reingefressen und geschaut, dass die Leute ihre Arbeit machen können. Begonnen. Es ist alles wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind wieder mal Papa geworden. Ja, Ihre Frau schläft noch, aber es ist alles großartig, ja? Alles wunderbar. Geht ihm ganz gut, er hat gleich rausgeschrien, gell? Danke. Kein Problem, das ist ein ganz seltener Notfall, gell? Danke. Ja. Magst du ihn einmal nehmen? Ja. Ich war auf jeden Fall mal teils erleichtert, wo ich gehört habe, dass es dem Kleinen gut geht. Aber habe dann immer noch auf die Vanessa halt gewartet. In der Zeit war der Kleine im Brutkasten, damit er schön warm hat und die Werte überprüft werden können. Ein junger Mann ist das. Hä? Mein Erster. Wie heißt er? Train. If I just lay here. Would you lie with me and just forget the world? In der Privatklinik Graz-Ragnitz hat Dr. Breindl die heftigen Komplikationen gekonnt im Griff gehabt und schnell reagiert. Alles passt schon jetzt, gell? Marcello. Der kleine Joel ist wohlauf. Marcel zum vierten Mal Papa. Ich habe mir einfach in dem Moment gedacht, das ist einfach scheiße. Ich kriege meinen ersten Sohn dann so kritisch. Es kann immer was passieren, man muss immer mit etwas rechnen. Man kann hoffen, dass es gut ausgeht, aber es ist nicht in jedem Fall so. Jetzt hast du einen Buben, gell? Mhm. Alles okay, es geht alles gut. Dankeschön. Glück, dass ich da war. Mhm. In dem Fall. Das ist das passiert oder was? Mhm. Was war jetzt genau? Wie sie da innen war, ist da die Blasen gesprungen, gell? Mhm. Und da sind die Herztöne runtergegangen. Beim Tasten habe ich gesehen, dass sie noch schnell raus ist. Die hat es dann komplett natürlich abgedrückt. Ne? Deswegen war es alles ein bisschen hektisch, dass wir da nicht so auf die aufpassen haben können. Ja, ist eh klar. Da geht das Kind und sie vor. Da sieht man schon, dass er auch Emotionen hat. Also, das ist schon, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass er sich da auch ein bisschen ganz anders entwickelt hat, vielleicht in letzter Zeit. Aber das war wirklich extrem schnell und dem Team muss ich wirklich danken, weil das war binnen von 4 Minuten haben wir das Kind draußen gehabt. Gell? Und wie geht's ihr? Super. Sie hat eine große Normale. Also sie schläft. Also. Zug nicht und alles ist schon wieder. Ist schon alles fertig, ja. Wie lange wird es circa dauern, bis sie aufwacht? Langsam jetzt einmal. Ist jetzt so in einer viertelhalben Stunde. Aber da wird sie nicht alles mitkriegen. Ab wann kann ich zu ihr? Es kommt wieder raus. Es ist vorbei. Kind ist da. Wir sind alle glücklich. Wir werden das noch alles besprechen müssen. Das ist gar keine Frage. Das ist sehr wichtig, damit sie das auch aufarbeiten kann für sich, die Vanessa und bei Marcel wahrscheinlich auch, oder werden wir sehen. Aber jetzt einmal ist das alles vorbei und können wir durchatmen.
Das kann jetzt auch die 19-jährige Dreifachmama Vanessa. Ja, ich hab das schon alles mitgekriegt. Also für mich war das so schlimm. Nur dazu, wo der Marcel im Dr. Breindl gefragt hat, ob er noch lebt. Und dann sagt der Breindl, hoffentlich. Das Baby lebt schon noch, oder? Ich hoffe, ja. Das war gescheit schlimm. Also. In dem Moment, wo sie wieder rausgekommen ist, war ich erleichtert auf jeden Fall. Hab mich gefreut, sie wiederzusehen. Und ja, es tut mir einfach extrem leid, dass sie das jetzt durchmachen musste. Ich hätte sie ich wünsch sowas keinen Menschen. Sie ist eine starke Frau, muss ich sagen. Was für eine schöne Seite Marcel uns da zeigt. Der Kleine ist jetzt über Nacht mal auf der Intensivstation, wird überwacht. Verstehe ich voll und ganz, aber trotzdem ist es einfach scheiße, wenn man das Kind nicht bei sich haben kann. Sein eigenes Kind kommt gerade auf die Welt und wird dann gleich weitergeführt. Scheiße. Ich freue mich auf den Moment einfach, wenn wir unser Kind bei uns haben können, in die Arme halten können, sich einfach als Familie darüber freuen können, dass wir einen Sohn auf die Welt gebracht haben, auch wenn es jetzt Komplikationen gab oder sonst irgendwas. Es geht einfach darum, dass es ihm gut geht, dass es ihr gut geht und der Rest ist scheißegal, ehrlich. Wahrhaft wahre Worte. Privatklinik Graz-Ragnitz. Marcel ist mit 19 Jahren nun ganz offiziell vierfacher Vater. Sein kleiner Joel musste die Nacht zur Sicherheit auf der Baby-Intensivstation verbringen. Alles ist gut und der Kleine endlich in Mamas Armen. Ich hab ihn ja nur ganz kurz gesehen und das war für mich so schlimm. Ich hab so viel gerät, weil ich ihn unbedingt haben wollte. Zum Glück hat die Geschichte ja ein Happy End. Und so dürfen sich ganz nebenbei nun auch die Halbbrüder kennenlernen. Ja, letztendlich ist er dann am späten Nachmittag zu uns gekommen. Also in dem Moment, wo sie den Kleinen zu uns gebracht haben, war es wirklich wunderschön, dass die Vanessa auch einmal unser Kind in der Hand halten kann und wirklich einmal Zeit mit unserem Kind verbringen kann. Dass sie wirklich diesen Freudenmoment richtig auskosten kann und alles drum und dran. Er ist so lieb, ich schwör. Und das schlafen können? Naja, es geht. Ja, nicht. Ja, es ist einfach scheiße, dass das Ganze so Komplikationen gegeben hat und dann auf die Intensiv auch noch. Du hast keine Zeit mit ihm verbringen können. Mhm. Hast du jetzt heute das erste Mal in der Hand, das ist auch beschissen. Aber das Wichtigste ist, dass es euch beiden gut geht. Das musst du immer noch sehen. Jetzt bin ich schon gescheit froh, dass er da ist. Ja, ihm geht's gut, also geht's mir auch gut. Bist du glücklich? Mhm. Mein kleiner Bruder, na, jetzt bleib mal oben noch. Langsam. Ei, ei. Also der Emilio hat voll die Freude damit, der mag gar nicht mehr weg, gell? Hey, Baby. Hm. Na, nee. Baby. Ist das für deinen Bruder? Jetzt hat Mama nicht mehr so einen dicken Bauch. Ob Junge oder Mädchen, war für mich schon wirklich irrelevant. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Junge wird. Also bin aus den Socken rausgeflogen, wo ich das gehört habe, dass er Bub wird. Haben wir einen gesunden kleinen Sportsoftwert braucht. Ich kann stolz auf dich sein, Schatz. Das hast du wirklich super gemacht. Na, ist mein Ernst. Ich bin stolz, wirklich. Bin selbst extrem überrascht, dass sie das wirklich so gut gemeistert hat. Wichtig ist jetzt, dass ihr euch beide ausruht, beide zu Kräften kommt. Die Anfangszeit wird schon schwer, aber... Drauf schauen, dass alles gut wird. Es ist wieder mal Verantwortung, eine Probe für die Verantwortung und alles drum und dran. Es ist eine große Verantwortung, die man selbst tragt. Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass beiden gut geht, dass ihm Emilio gut geht, dass ihm Joel gut geht und dass der Vanessa auch gut geht. Also, das steht für mich jetzt am Vordergrund. Und jetzt können wir eine Familie sein.